Niederschlag. Klausen bereitet sich auf das Hochwasser vor und im Landtag wird über Bodenversiegelung diskutiert. Perspektive. In Meran soll ein Chancenhaus entstehen. Doch wer darf in das Haus einziehen? Rassismus. Werden Lehrlinge mit Migrationshintergrund in Südtirol diskriminiert? Unsere Frage bei Pro und Contra. Guten Abend, hier ist die Tagesschau am Dienstag. Das war die Tagesschau am Dienstag. Hier folgt jetzt Pro und Contra mit Gudrun Esser. Wir wünschen gute Unterhaltung. Niederschlag. Klausen bereitet sich auf das Hochwasser vor und im Landtag wird über Bodenversiegelung diskutiert. Warnung. Israel weitet seine Bodenoffensive im Libanon aus. Die UNO warnt vor Zuständen wie im Gazastreifen. Perspektive. In Meran soll ein Chancenhaus entstehen. Doch wer darf in das Haus einziehen? Guten Abend, hier ist die Spätausgabe der Tagesschau am Dienstag. Das war unsere Spätausgabe am Dienstag. Hier folgen jetzt italienische Kurznachrichten. Wir sehen uns morgen wieder. Bleiben Sie zuversichtlich.